Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 Ergänzt mit dem Jake. Und dem Tobi. Hey, hey, du hättest Hallo sagen sollen. Wir haben das dreimal geübt. Nicht Spaß. Okay, letztes Mal, ja, habt ihr gesehen, war eine fette Schlacht in Jakes Reich, in Jakes Larissa. Sparta. Und bei mir war nichts. Gut, du bist dran. Ja. So, bei mir ist was Untertan erlangt Allbekanntheit. Gutes Omen, was macht es? Plus 4 öffentliche Ordnung pro Runde, das kann ich gut brauchen gerade. So, was macht sie denn? Eine Priesterin der Bura ist erschienen. Die Würfel des Orakels haben unserem Volk eine gute Zukunft vorhergesagt. Ich überlege, entweder wir feiern oder wir opfern eine Kuh. Ja, opfert eine Kuh, mei. Nee, Hätte ich jetzt auch gesagt. ja, okay, warum nicht? Nee, wir feiern. Wir sind ja frohen Mutes. Aber eine Kuh, da bekommt der Steak und sowas. Nein, die Götter bekommen Steak, nicht das Volk. So bekommt das Volk das Steak. Stimmt, okay. Richtig so. Ja, würde ich auch sagen. So, also ich habe gerade gesehen, ich habe hier einen Tempel stehen. Ich würde eigentlich gerne einen anderen Tempel reintun, aber dieser Tempel gibt mir Nahrung und die brauche ich zurzeit. Deswegen muss ich den stehen lassen. Sehr schade. Ja, mei. Aber welchen hättest du lieber reingestellt? Oh, wait, bei mir geht gerade in Athen und so, also in Hellas geht bei mir gerade ultra die öffentliche Ordnung runter. Was hast du denn gemacht? Du hättest doch die Kuh machen sollen. Wait, what? Nee, so, gib mir mein Geld zurück. So, baue ich mal den Tempel aus. Ich habe meine Armee abgezogen und dadurch, dass ich ja Athen erobert habe, ist in der Provinz natürlich noch ein bisschen Aufruhr. Der Typ hat Athen, weißt du, hat jetzt einen General berittenen, zwei so ziemlich tote Pikiniereinheiten und eine angeschlagene Söldnereinheit. So, Und ich lass nehme mich mal. erraten, er plündert. Nee, das nicht. Ja, wenigstens. Wenn er das machen würde, würde ich gerade mit meiner Armee zu ihm hingehen. Das, Kommst du dahin? ja, der steht direkt vor Larissa. Ah, okay. Also das wäre nicht Super. das Problem. Ja, gut, dann bin ich glaube ich soweit auch schon wieder durch. Allerdings zeigt er mir das immer noch als nicht entdeckt an. Warum? Du sollst es nicht angreifen, du sollst es nur. Ach so, okay. Ah ja, stimmt. In Hellas haben sie ja den guten Wein. Siedlungssabotage, Auskundschaften, 25%. Nee, das ist es mir nicht wert. Sorry. Ah ja, aber was ich noch machen kann, ist, ich kann die eine. Na toll, ich kann hier keine von meinen spartanischen Hopliten rekrutieren. Ja, egal, das mache ich dann mal anders. Wie viel? Es sieht man doch irgendwo, wie viele Ausgaben man gerade für seine Armee hat, oder? Ja, unten Armeeunterhalt bei 1872. Heißt, ich kann mir noch keine Armee leisten, die genau so ist. Auch geil. Das ist einfach die einzigen Ausgaben, die ich habe, sind gerade für Armee.
alles andere nix. Ja, das andere wäre halt nur Flotte und solche Sachen. Genau, und Flotte zum Beispiel, und bei andere kommen dann zum Beispiel die die Elendsviertel zum Beispiel, und wenn deine Helden oder Agenten eben auch was kosten. Ja. Ja, wie auch immer, aber dann bin ich fertig und du bist dran. Du darfst jetzt irgendwas Tolles machen. Okay. Mein Armeeunterhalt ist 6.100 übrigens. Aber ich habe auch schon ein paar. Auch geil, weißt du? Er kommt zu mir, weißt du, Makedonien kommt zu mir und will Frieden. Ja. Und dann kommt er zu mir und sagt, Frieden ist kein leichtfertiges Wort. Krieger sprechen von Ehre und Ruhm, doch davon habt ihr nur wenig übrig. Und er wartet jetzt, dass ich auf sein Friedensangebot eingehe, nachdem er mich so durchbeleidigt. Vor allen Dingen Sparta, hallo? Ja. Wenn sie was sind, dann Krieger. Naja. Weißt du, und jetzt kommt mir von wegen, von einem, der als weise gilt, hätte ich mehr erwartet. Ey, der Wichser. der wird platt. Weißt du, und jetzt kommt er hier mit zwei Armeen und greift mich an, der Penner. aber die Stadt, aber ich, oder? Gewinnt. Anscheinend kann ich das gewinnen. Also, ja, vor allen Dingen in der Stadt, hallo, das ist easy für dich. Einfach Papiere hinstellen und ja. Gut, also ich meine Einheiten sind halt angeschlagen, aber das soll ich spielen oder zuschauen? Also wenn du für ihn spielen magst, dann ist mir lieber, wenn du zuschaust. Was? Ja, mir wär's wurscht. Also ich könnte auch nicht gewinnen, sagen wir so. Vielleicht. Aber ich schau zu. Okay. Dann kann ich wieder schön zeichnen. Ja, genau. Ja, aber also ja. Kommt natürlich auf die Stadt drauf an, wie die aussieht. Aber, ist halt eine kleine Stadt hier, ja. So eine kleine Siedlung. Ja, es kommt halt drauf an, wie breit die Straßen sind, ne? Also. Ja, gut, aber ich meine, ich habe genügend Pikiniere und, Hopliten, dass ich da gut zumachen kann. Das wäre nicht das Problem. Ja, okay, also so zum, ja, okay, warten wir mal, woher er kommt. Ja. Weil man könnte sehr gut rausgehen. Also quasi ihn an drei oder zwei Plätzen quasi erwarten und dann mit der dritten Einheit dann eben rumgehen und ihn in den Rücken fallen. Ja. Genau. So, jetzt müsste es gleich losgehen. Musik wird leiser. So. So, wo ist er? Ah, da. Ach, ist das er. War, ich glaube, kann das sein, dass es die Stadt war, wo wir probiert haben, wegen irgendwie zwei, die zwei Einheiten Helden Spartas gegen. Nee, das war eine andere. Ja, stimmt, die Straßen hier sind zu breit dafür. Genau. Aber sieht relativ ähnlich aus, tatsächlich. Okay. Also, das ist super geil, einfach hier und hier zu machen. Ja, und dann genau. Hier zu machen. Fertig. Und dann quasi, ich würde, genau, zwei nebeneinander, ja. Und dann dahinter Fernkämpfer und dahinter dann Hopliten. Also quasi irgendwie hier oder hier Hopliten, damit er, falls er hier hinten hinkommt, eine böse Überraschung bekommt. Genau. Juhu. Ich liebe diesen Anblick von der Pikinier-Phalanx, wenn man da sich da vorne so geht mit der Maus und dann da so die ganzen Speere sind. Ja. Das hat auch super Spaß gemacht, diesen Trailer zu schneiden. Weil, also, ich musste ja, oder den Abspann zu machen, weil ich musste ja
ziemlich viele verschiedene Schlachten schlagen und dann halt auch diese fette Front mit den Pikinieren und dann entlangfahren, das war schon cool. Ich habe erst überlegt, ob du irgendwie von einem schon vorhandenen Video oder sowas die irgendwie was so Ausschnitte nimmst oder so dafür, weil das weniger Arbeit halt wäre. Mhm. Aber hab mir dann gedacht, nee, der Tobi macht sich da lieber die Arbeit. Also bei ein paar Clips Dinger habe ich von anderen YouTubern genommen, genau. Ja. Da gibt's einen, der ist richtig cool, der macht so Epic Battles, also so mit 4 gegen 4. Und das ist halt schon extrem geil. Und vor allen Dingen, der macht dann auch so Kino-View, also einfach Kamera übergleiten über das Schlachtfeld und so. Und da habe ich ja ihn auch angefragt, ob ich das nehmen kann oder ja, kein Problem. Voll cool. Ach, die YouTuber sind alle so nett. Ja. Also du hast ihn wirklich gefragt, so, hey, sag mal, kann ich das nehmen? Er meinte dann, jo, klar, hau rein. Ja, genau. Ach, da drüben geht das tatsächlich nicht. Wo? Da drüben, also ich kann hier ganz rechts nicht zumachen auf der linken Seite. Aber das geht scheinbar tatsächlich nicht. Ich kann da auch nicht anfangen. Da kann man, so wie es aussieht, nicht durch. Ach so, ja, ja. Ja, mit beschossen, geschossen bewaffnete Krieger. Na Mann, red deutlich. Red vor allem Griechisch. Mhm. Oder Deutsch oder irgendwas, aber nicht dieses komische. Ich meine, ich habe nichts gegen Dialekte oder so, aber... So, nachdem ich die KI kenne und genau weiß, dass er ein Arschloch ist und irgendwo nochmal durchgehen will... Jakob, schau ja, mal Richtung Norden. Da ist das Schlachtfeld von gerade eben. Ja. Ich feiere es ein bisschen, dass man das so sehen kann. Ja. So. Genau, wo war ich? Ich wollte... Ich habe doch bestimmt noch irgendwo eine bessere Einheit Pikiniere, oder? Piken... Ja, nehmen wir noch die. Der hat so, auch da schon... müsste auch zu sein, oder? Ja. Aber der hat auch schon ein paar Pikiniere. Ja, drei. Scheiße. Der hat noch Leinpanzer-Pikiniere. Die sind krass gut. Ey, ich bin Sparta. Meine Pikiniere sind die besten. Okay. Ja, wobei du hast ja die Anfangs-Pikiniere, ne? Also nicht die ja, okay, oder? Gut, trotzdem. Ist mir scheißegal. Im Endeffekt, wenn es hart auf hart kommt, habe ich halt auch noch Ewigkeiten viel Hopliten und das sind zumindest schon die spartanischen. Ich kann nicht verlieren. Deine Spartaner machen immer so komisch den Mund auf und zu. So wie Fische. Das ist so komisch. Mit dem Vergleich geil. Okay, naja. Okay. Bim. Hier ist noch offen. Ne? Wo ist hier? Hier. Ah, ich glaube, ich habe eine Einheit abgezogen. Eine Einheit, die schon vergeben war. Hoppla. Ja, genau, gut, dann... So, wo war jetzt die andere? Der da.
Jungs, wo sind eure Speere? Ja, die machen die automatisch dann, wenn die Okay. Schlacht anfängt. Gut, dann was mache ich mit euch? Hier den General postiere ich auch noch irgendwo hier. Schön im Eck. Ich würde dann hier noch so zwei, drei Hopliten hin tun und den Rest hier hin, der dann Oh, hier. außenrum, Da. also Ja, in die genau. Mitte und dann. Oh, schöner Schlenker, warte. So, irgendwie hier durch. Was du schauen musst, also sobald er mit seiner Fernkampfkavallerie nahe kommt, musst du deine ganzen Steinschleuderer auf diese Fernkampfeinheit da bringen. Weil Auf die welche? ganz hinten bei ihm links, auf dem linken Flügel. Ah, die, okay. Da muss Genau. ich drauf, oder Ja. was? Weil die kann einfach hierhin stehen oder hier stehen und dann einfach raufballern. Und die bekommst du zu Fuß auch nicht. Also da musst du quasi dann warten, bis sie fertig geschossen hat und in den Nahkampf geht. Aber manchmal, wenn man Glück hat, macht der Computerspieler die so dumm und ja, macht sie gleich in den Nahkampf, ohne dass sie schießen. Okay, das sind die ganzen Garnisonseinheiten hier, die eigentlich nichts mehr können. Ja, aber an sich kannst du die ja an vorderster Front oder so tun. Mehr oder weniger. So, das hier wäre jetzt also meine Ausrückarmee, wenn es hart auf hart kommt. Super. Was es tun wird. Ja. So, Okay. reingehauen würde ich sagen. Vorsicht, hier ist ein Feind. Ah! Sorry. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Alter, ich wusste, dass sie von da kommt, Mann. Aber dann ist ja gut, dass du da schon zugemacht hast. Ja, das Ding ist, ich würde jetzt. Genau, zwei oder drei, ja, nimm mal zwei Hopliten hier hin und unterstützt die da. Ich hätte jetzt eher hier die noch rein. Ja, oder so. Ah, nee, warte. So. Geht's bis darauf und geht's dann erst in die Phalanx, weil sonst. Deine Steinschleuder schießen irgendwie nicht automatisch. Müssten sie aber eigentlich. Nee. Leider nicht. Vielleicht sind sie aus. Nee, die sind noch voll in der. Jetzt schießen sie. Okay. Also bei mir zumindest. Er zielt auf jeden Fall hier rauf. Also, die weiß ich nicht, ob die schießen. Was genau tut ihr da? Hat euch irgendjemand gesagt, dass ihr angreifen soll? Bleibt's gefälligst hinten. Ihr steht schon aus dem Grund da. Ihr sollt nicht vor. Warte. Stell hier eine Hopliteneinheit hin und mit der anderen Armee geh ganz rum. Oh, und deine Hopliten hinten werden auch schon schön angegriffen. Aber auch nur von Kavallerie, das ist egal. Ja, mein Problem da hinten sind eher, dass da noch dass da noch dass da noch eine Einheit Schützen drin stand. Haben die es echt nicht auf die Reihe gekriegt, sich hier aufzustellen, oder was? Ja, nee.
Hier brechen die gerade durch. Kannst mal mit der Hoplitenarmee oder Einheit nachrücken. Ich aktiviere bei den ganzen Schützen mal das Plänkeln. So, jetzt dürft ihr reingehen. Wir verlieren unseren Vorteil, sagt er. Das sehe ich aber anders. Nimm mal die Einheiten und tu sie auch hier hin, weil hier kommt er nicht hin. Ich tu mal den General noch darüber. Genau, ja. Weil da ist seine unsere Hauptarmee. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Genau, jetzt schön hier rein. Also auf die Fernkämpfer. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Tu die mal weg. Tu die mal zurück. Weil gegen Fernkämpfer können die noch nicht wirklich was machen. Okay, hier sieht gut aus. Ja, aber drüben nicht. Nimm mal die gleich und tu sie nach da, weil das da ist safe. Und hier auch ein paar Hopliten in die andere Richtung und so. Weil da brauchst du nur zwei Einheiten oder so für die Fernkämpfer da. So, und dann nehmen wir sie hier schön in die Zange. Genau, ja. Sind halt auch hauptsächlich schon fast ausgelaugte Einheiten, aber... Scheiße, das war der Basileus. Was denn? Mein General ist tot. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wie gesagt, das eigentliche Problem ist halt, dass es der Basileus war auch noch. Nicht einfach nur ein General, sondern halt der General. Aber also dein Anführer, ja. Anführer, ja. Ja, schön auf die Fernkämpfer da. Ja. Druffholzen.
Ich habe jetzt mit den... hier mit den Schützeneinheiten halt schon gesagt, die sollen da raufballern, aber... So, was mit euch? Warum geht ihr nicht rein? Kein Bock. So, rein da, Mädels. Ihr dürft jetzt ein bisschen schneller nachladen, weil da muss fett reingeholzt werden, bitte. Gescheit reinbuttern. Ja, das sieht irgendwie nicht so aus, als könnte ich das gewinnen. Ja. Ja, jetzt hat er halt noch die Leinenpikniere, die sind halt sehr krass. Da drüben seine Speere fliehen aber wenigstens schon. So, ich überlege gerade, ob ich seinen General noch mitnehmen kann, aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Hier hinten hast du noch einen einsamen Pikinier. Und da oben auch. Ja, die jagen. Ja. Aber eine Einheit hatte ich vorhin eigentlich weggeholt wieder. So, die 5 Mann kann ich auch genauso gut die... Ja, das sind vor allem Jugendliche, die schicke ich echt nur, um die Schützen hier wegzujagen. Genau, ja. Ja, also der hat einfach bessere Einheiten gehabt in dem Fall, muss man sagen. Ja, der ist hier auch bei dem Ding sehr gut durchgekommen und hat deine Einheiten hier schön gepinnt, also. Ja. Da hätte man hier die Einheiten früher hinschicken sollen, aber dann. Ja, mei. Passiert. War das deine Hauptarmee? Ja, ich hab nur eine. Okay. Deswegen war da auch der Basileus drin. Ich hab nur den als General gehabt. Nicht gut. Der hatte aber, glaube ich, schon einen Sohn. Ich weiß nur nicht, ob der schon als General eingesetzt war. Ne, die letzten Spartaner von dir, die halten gut aus. Ja, das Sparta halt. Aber Alter, selbst sein General ist halt eine scheiß Pikiniereinheit. Was ist sein General? Eine Pikiniereinheit. Ja, okay, gut, das ist... Auch wenn sein General schon verhältnismäßig dezimiert ist. Ja, die Hälfte ist weg. Weißt du, gerade eben waren die eine Spartaner-Einheit hier, war gerade eben schon gelb und jetzt ist sie aber wieder grün. Ja, hat wahrscheinlich ein paar gute Kills gemacht. Ja, jetzt ist sie wieder gelb. Ja, das Ding ist, die kämpfen halt hier gerade als Hopliten gegen Pikiniere. Ja.
So, Mädels, ruf da! Ran an den Speck da! Begeistert, General tot. Mal schauen, wann deine Hopliten wanken, weil jetzt sind sie nur noch zu 10. Aber sie sind immer noch da. Mitgenommen, Verluste erlitten, Einheit verliert, klar. Aber sie sind noch frisch halt, ne? Ja, ja. Gar nicht übertrieben. Was mich interessieren würde, wie viel Kills die gemacht haben. Ja. So, Mädels. Jetzt hat bei 4. Okay, 4. Alter. Und wenn es 3 sind, fliehen sie wahrscheinlich. Krasse Scheiße. Ja, genau. Ja. Und jetzt kommt hier die Obliten-Einheit noch. Ja. Und die Jugendlichen. Ja. Ja, die Jungs da hinten sind schon tot. Den General bekommst du auch noch. Ah, geil! Mädels, ruf da! Ah nee, die haben gleich keine Muni mehr. Aber sein General ist geflohen. Geil. Nein, tot. Tot auch? Geil. Ja, der feindliche General ist tot. Super. Boah, wenigstens das noch. Ja, das war auch sehr wichtig. Okay. Okay, ran an den Speck, Jungs. Aber die sind jetzt endlich mal erschöpft. Hurra! Das ist so geil, wie sie da stehen. Ja, gut, aber die werden jetzt eigentlich umkreist. Gleich, das ist. Ja, aber trotzdem können sie ja noch welche mitnehmen, ne? Siehst du das? Warte. Ich nehme gerade von Makedonien nochmal dieses Zentrum ein, weil die Kleckler drinstehen. Die haben aber eine Reichweite mit diesen Steinen, Alter. Ja, Steinschleuderer haben die größte Reichweite. Also es gibt das ja ein paar Bogenschützen, also Elite-Bogenschützen, die haben mehr. Oder genauso viel, aber ja. Oh. Ich glaube, die haben rund 10 oder so mitgenommen. Ja. Okay, jetzt. Okay, schade. Aber teurer feindlicher Sieg. Also. Auf jeden Fall, ja. Ah. Ja, aber das war's auch schon wieder mit der Folge. Eine glorreiche spartanische Niederlage. Ja, naja, eigentlich nicht, weil du mehr verloren hast als getötet. Alter, schau mal, sein General hat fast 400 getötet. Lol. Gut, ich schau gerade, was bei mir die krasseste Killanzahl. 156 die Plänklerinnen, die jetzt bis zum Ende standen. Die Steinschleuderin. Und deine Pikniere 160, weil das krasseste. Aber du hast ziemlich viele, die fast nichts getötet haben. Das waren dann wahrscheinlich die gegen die Pikniere. Die auf der rechten Flanke, ja. Oder Ewigkeiten durch die Gegend gerannt oder keine Ahnung. Ja. Ja gut, aber trotzdem viele von ihm mitgenommen. Also ich meine, der hat jetzt auch nur noch knapp 400, 500 Mann. Mhm. So.
Ja. Uiuiui. Und ich hatte weniger Mann stehen als er. Hm? Einen. Wow. Ich hatte einen weniger. Stimmt. Oh Mann. Naja, dann schnell eine neue Armee ausheben und dann gegen Makedonien. Genau. Wenn ich aber, was jetzt halt gut sein kann, wenn ich Glück habe, dass die gegen Syrakus auch noch vorgehen. Mhm. Kann echt passieren, ja. Ja, und das Ding ist, die haben jetzt, glaube ich, zwei Städte. Die haben jetzt Larissa und Pella. Mhm. Und haben aber halt schon irgendwie 5 Leute oder so, gegen die sie kämpfen. Ja. Deswegen überrascht es mich, dass die dich dann mit 2 Armeen angreifen. Also, ja. Die zweite war ja fast nix, aber trotzdem. Ja gut, trotzdem, das, nee, jetzt gerade haben sie keinen Stress in Pella. Okay. Jetzt gerade steht da sonst niemand, außer keiner von den gegnerischen Fraktionen. Mhm. Deswegen hat sie jetzt gerade Zeit dafür. Und dann haben sie mir den Frieden angeboten und dann, nö. Was? Was geht mit denen? Also das Gute ist, das nächste Mal habe ich halt über 5000. Heißt, ich kann mir wieder eine Armee aufstellen. Wir kommen zurück! Mhm. Ja, und dann schauen wir mal. Jo. Klingt gut. Also, ich meine, gerade hier Athen einzunehmen wäre nochmal eine Nummer krasser. Weil das ist eine Hauptstadt, Stadtmauer und so weiter. Ja. Ich glaube, da habe ich nochmal bessere Verteidigungschancen dann. Wäre allerdings, glaube ich, meine erste Hauptstadtverteidigung überhaupt. Überhaupt? Okay. Ja, ich glaube, ich musste noch nie eine Hauptstadt verteidigen. Cool. Ah, doch. Zweimal. Doch. Ja, okay. Ja. Aber trotzdem, selten. So, gut, dann würde ich meistens sagen... mehr so auf der Eroberungsschiene. Aber ja, sagen wir, ist die Folge vorbei. Genau. Und, ja, da bin ich mal gespannt, wann du deine nächste Armee ausgehoben hast. Ja, ich auch. Ja, dann kann ich dir ja wieder was zustecken. mal schauen, wie viel Zeit sie mir lassen, weil jetzt stehen sie gerade mit... Alter, die stehen mit 3 Armeen jetzt in, was ist das, Makedonien. Die stehen gerade mit 3 Armeen bei Larissa. Mm. Einmal die 2, die ich so fast komplett durchgemergelt habe. Ja. Und dann aber noch eine mit viel Reiterei, fast Fullstack. Ja, und da bin ich auch mal gespannt. Ein Speerwerfer-General, königliche Peltasten. Da musst du aufpassen, die haben ziemlich gute Rüstungsdurchdringung. Ich sehe es gerade. Da muss man wirklich aufpassen. Naja, dann. Ja, dann, genau. Wir schauen reingehauen. Genau. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.